Situation ist zwar gerade ziemlich traurig, aber irgendwie, auf das muss jetzt sein. Mann, 30 Tage kein Sex ist doch eine Scheißidee gewesen. Ich weiß auch so, dass Sex nicht das Einzige ist, was Olivia und mich verbindet. Schließlich lieben wir uns beide. Ich spüre da was Hartes. Ja, ich weiß welche. Okay. Darf ich dich daran erinnern, dass wir eine Wette am Laufen haben? So 30 Tage lang kein Sex? Ich dachte, das wäre nur so dahergesagt. Ich meine, das ist doch völliger Quatsch, als ob wir das wirklich durchziehen haben. Wow, Mann. Also ich wusste ja, dass du das nicht packen würdest, okay? Aber gleich nach dem ersten Tag... So? Olivia, nur weil die anderen irgendeinen Scheiß behaupten, heißt nicht, dass wir uns 30 Tage lang foltern müssen, also. Krass. Okay, ich dachte, du wärst ein Ehrenmann, aber wenn du gerne putzen möchtest, können wir gerne anfangen. Mhm. Du willst es echt wissen, ne? Naja, wieso? Ich wusste das doch schon von Anfang an, dass ich gewinnen werde. Weil das war gerade einfach nur die Bestätigung dafür. Allgemeine Verkehrskontrolle. Alter, was willst du jetzt? Alter, was willst du? Gleitgel und Kondome, ja. Kannst du bitte rausgehen? Nein. Also laut Zeugenaussage ist bei euch im Zimmer verdächtig laut. Und das jeden Tag. Und jetzt? Ist verdächtig leise. Und deine Nippel sind verdächtig hart. Nein, sind sie nicht, Mann. Und du gehst jetzt raus. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Thema Morgenlatte hat sich dann wohl auch erledigt. Okay, ich gehe mich fertig machen. Ja, und ich werde den ganzen Tag lernen, dich nicht beachten, weißt du? Nicht mal mit den Arsch angucken. Ich werde gewinnen. Mann, wieso habe ich mich auf diese Scheißwette eingelassen? Selbst Lernen bringt nichts. Ich kann nur an Olivia denken. Und wie verdammt heiß sie ist. Scheiß auf. Die Aktion ist zwar gerade ziemlich traurig, aber irgendwie, auf das muss jetzt sein. Halt mal. Ja, bitte, halt mal. Du hast das nicht gesehen. Geh einfach raus. Olivia! Darf man eigentlich bei unserer Sexwette sich einen runterholen? Was ist los? Naja, der liebe Dean hat Hand angelegt. Also 5 gegen Willi, du weißt schon. Runterholen. Ach, Quatsch. Ja. Anscheinend 5 gegen Dean. Ihr seid alle gegen mich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ausgemacht haben, dass Masturbation, dass das nicht erlaubt ist. Also finde ich, das ist mein gutes Recht. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ganz einfach. Also könnt ihr mich jetzt wieder allein lassen? Aber dann wäre die Wette witzlos. Natürlich ist Selbstbefriedigung verboten. I know. Selbstbefriedigung ist also verboten. Mhm. Gut, nehmen wir an, du sagst, du musst auf Toilette. Woher soll ich wissen, dass du nicht masturbierst? Hm? Und wie willst du das überhaupt bei mir kontrollieren? Weil stell dir mal vor, Nino ist nicht da und macht einfach so die Tür auf. Ha? Ich bin Olivia. Ich krieg alles raus. Okay? Und wie wär's mit ein bisschen Vertrauen so zu deiner Freundin? Vertrauen? Mhm. Ehrlich gesagt, vertraue ich dir gerade nicht. Ich finde dich unmenschlich. Genauso wie diese ganze Aktion hier, diese ganze Wette. Oh, ich sehe schon. Du willst putzen. Go! Have fun! Du bist ein Judas, weißt du das? Judas? Ja. Was denn? Ey, jemand muss hier für rechten Ordnung sorgen, okay? Und auch wenn ich fast 30 Tage nicht geputzt hätte. Egal, der Spaß war es mir wert. Ach ja, und Dean. Hast du vielleicht irgendwo meine Trinkflasche gesehen? Kann es sein, dass die
hier nicht, unten irgendwo ist. Oder so. Hier. Bei dem Topf. Nee. Netter Versuch, Olivia, aber damit wirst du mich sicherlich nicht knacken. Bist du dir sicher? Ja. Ich sehe nämlich in deinen Augen, dass du mich willst. Also, wieso gibst du nicht einfach zu, dass du die Wette schon verloren hast? Du kannst ruhig aufgeben. Ich will dich ja. Ich weiß. Aber ich kann auch verzichten. Weißt du, du solltest dir lieber Gedanken darüber machen, wie du die nächsten 30 Tage aushältst, nicht ich? Weil mir geht's gut, Olivia. Ich glaube, für dich ist dieser Entzug ein Zacken schlimmer als wie für mich. Daher mache ich mir wenig Sorgen. Ach ja? Ja. Ha! Ha! Hi! Sorry. Das war sehr vorhersehbar. Ja. Ich glaube, ich gehe da mal joggen, weil das ist ziemlich peinlich gerade. Warte. Connor, hast du mich gehört gerade, was er gesagt hat? Fliehen. Er hat joggen gesagt. Du und joggen? Ja, ich und joggen. Eieiei. Ich glaube, die nächsten 30 Tage werden sehr amüsant werden. Ne? Also, viel Spaß beim Joggen. Danke. Halt durch. Ja, ich bin durch. Gewinner. Ja, durchhalten. Ich halte nicht durch. Nicht durch. Hey Mann, das ist erst Tag 1 unserer Sexwette. Ich meine, John hat mich null abgelenkt. Was soll ich in den nächsten 29 Tage machen? Mich in den Keller sperren? Fuck. Hey Bro! Hey. Na, wie geht's deinem kleinen Würstchen? Na, wie soll's denn schon gehen, Mann? Sicher, dass du nicht einfach aufgeben willst? Aufgeben ist keine Option. Guck dir mal an, wie du gerade eben Olivia angeschaut hast. Halt bloß der Maul, Alter. Ja, schaffst das doch eh nicht. Aber wenn du dich das nächste Mal ablenken willst, aha, sag Bescheid und dann gehen wir ins Gym, okay? Nicht joggen. Das ist eine gute Idee. Okay, super. Und jetzt zieh durch. Du hältst es aus. Autsch! Wow. Oh, sorry. Du bist schon wieder zurück vom Joggen. Mit der habe ich gerade echt nicht gerechnet. Ich hoffe, du musst nicht dringend ins Bad, weil ich bin gerade dabei, mich einzukriegen. Tatsächlich wollte ich gerade ins Bad. Ich wollte mich duschen. Aber du störst mich nicht. Alles gut. Dein kleiner Königstiger freut sich aber auch sehr, mich zu sehen. Ja, das kann möglich sein. Das kann sehr möglich sein, Olivia. Ja. Wenn du Bock hast, kannst du mir zuschauen beim Duschen, weil ich werde mich überall einseifen. Überall? Überall. Überall? Ja. Gut. Und? Willst du? Ich werde die Wette so nicht verlieren. Dann musst du dir was Besseres einfallen lassen. Okay. Sag mal, Dean, versteh mich nicht falsch oder so, aber wie konntest du dich auf so eine beschissene Wette einlassen? 30 Tage ohne Sex. Also ich meine, ich und die anderen freuen uns in der WG darüber. Denn wenn einer von euch beiden verliert, dann müssen wir eh sowieso 30 Tage nicht putzen. Aber wie soll das funktionieren, Alter? Und dann auch bei so einer geilen Alten. Hey, Alter, die geile Alte ist immer noch Olivia, okay? Und ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, mit meinem kleinen Bruder über mein Sexleben und meine Freundin zu reden. Danke. Ja gut, aber ich meine nur, Alter, wie soll das gehen, Mann? Das ist doch voll gegen die Natur. Und dann 30 Tage, du darfst nicht mal masturbieren. Mann, ich weiß, Alter, als ich sie vorhin gesehen habe, da bin ich direkt, du weißt schon. Und wenn es schon jetzt so schlimm ist, wie soll ich es 30 Tage aushalten? Das wird der schlimmste Monat meines Lebens, Mann. Ich denke die ganze Zeit an die ganze Zeit, nonstop. Siehst du das Fahrrad da? Was glaubst du, was ich gerade darüber denke? Krank. Ja, aber guck mal, Dean. Ich meine, klar ist das schwer. Und deine Freundin ist gerade nicht hässlich. Aber
hässlich ist ziemlich untertrieben. Nicht hässlich. Du weißt, was ich meine. Pass auf, eigentlich würde ich mich jetzt selber in den Bein schießen, aber du bist mein Bruder, ich bin's dir schuldig und ich habe dich schon vorne in die Scheiße geritten, als ich dich verpestet habe bei Olivia. Wenn du Olivia siehst, dann musst du an was anderes denken. Außer Sex. Du musst dir eine Strategie suchen. Danke für den Tipp, Mann. Und was für eine Strategie wäre das? Hast du meine Freundin mal gesehen, Alter? Keine Ahnung, was für eine Strategie. Woher soll ich das denn wissen? Aber Junge, ich muss jede Nacht neben sie einschlafen und sie ist halbnackt. Was mit dir passiert? Musstest du jetzt wieder an sie denken, dass du nicht mehr lesen und schreiben kannst? Sprechen. Soll ich dich wieder hallo? Hallo? Nein, Mann, du Idiot, hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Komm, schnell mit, Alter. Du fang die Reden zu machen. Komm. Okay. Lecker Knoblauchsoße. Hey, ich hab gar nicht gepeilt, wann du kommst. Sonst hätte ich dir auch eingebracht. Aber willst du es haben? Willst du die Hälfte oder nein, wolltest du einen Teil? Alles gut, ich will mich nur hinlegen, ich bin kaputt. Die! Ja? Hast du dein Geschenk gefunden? Ha? Ich dachte, das ist für dich? Nein. Wie nein? Das wirst du die nächsten 30 Tage tragen, zum Schlafen. Mein Schatz, ich werde das ganz bestimmt nicht die nächsten 30 Tage zum Schlafen tragen. Okay? Kannst du vergessen. Falls du deine besonders sexigen Schlafklamotten suchst, die sind in Sicherheit für die nächsten 30 Tage. Dann, wenn es besser für dich ist, schlafe ich auch gerne einfach nackt die nächsten 30 Tage. Okay? Gut, dann muss ich das wohl ertragen. Aber dann werde ich auch nackt schlafen. Und ich brauche dann immer besonders viel Decke. Super. Okay. Sonst noch irgendwas? Ich habe da noch was hinzugefügt in unserer Wette. Was denn? Also, falls du morgen früh ins Bad gehst, könnte es sein, dass du deine Bodylotion vermisst. Das hast du nicht. Doch. Die, das hast du nicht. Ah, doch. Hey, so wie du dir heute deine Beine eingecremt hast, das ist reine Selbstverteidigung, Olivia. Dina! Okay, pass auf. Folgendes, ne? Du weißt ganz genau, ich arbeite als Gogo-Tänzerin im Matrix. Glaubst du ernsthaft, dass ich dort auftauchen kann mit schuppigen, trockenen Beinen? Ich denke nicht. Okay, gut, dann. Ja, okay. Aber dann auch wirklich nur die relevanten Stellen eincremen. Also die, die für deine Arbeit notwendig sind. Die relevanten. Nicht diese Action hier, so, du weißt schon. Okay. So. Auch die relevanten Stellen, okay? Weißt du was? Miller, sie hat mir vorhin geschrieben und sie meinte, wir sollen morgen unbedingt ins Loft kommen, weil sie mit uns irgendetwas besprechen möchte. Was denn? Keine Ahnung was, aber stell schon mal unsere Wecker für, keine Ahnung. Warum bist du so nervös? Vergesst nicht den Schlafanzug, den musst du noch anziehen, so werden wir schlafen gehen. Dina! Niemals. Ich muss einfach diesen Payman Armin heute von mir überzeugen, damit ich auf dieser Modenschau laufen darf. Oh, hey. Entschuldigung, Herr Armin, ich tut mir leid. Also, eins vorweg, ihr dürft mich Payman nennen. Ihr wollt das Matrix kaufen? Die Bank hat das LL14, was ich verkaufen muss, auf 300.000 ungefähr geschätzt. Mit dem Geld haben wir genug Eigenkapital, um einen Kredit zu bekommen. Geht hier. Was möchtet ihr, Leute? Ich hab zu tun. Schau doch einfach mal rein. 1,5 Millionen? Mhm. Ja. Wolltest immer dein eigener Chef sein, oder nicht? Und hast du durchgezogen, oder? Ja. Und jetzt kommt diese Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Ja, verstehst du? L.A.